Der gute Tipp, entspannen Sie sich mal, gehen Sie in die Natur, essen Sie gesund, wird nicht viel weiterhelfen. Letztlich geht es um die Frage, was will ich, was kann ich und passt das zusammen. Stichwort Stress. Wie schlimm ist denn dieser Stress oder wann wird der Stress vor allem zum Problem? Also das ist ja ein so großer Begriff, dass es mir jetzt schwerfällt, da eine ganz klare Antwort drauf zu geben. Erstmal ist Stress okay, natürlich... Okay, grenzen Sie das Ganze mal an. Ja, ich versuche es ja. Also ist erstmal Stress ja ein lebenswichtiges Phänomen. Wenn wir das nicht hätten, wäre das Leben stinklangweilig. Und das ist unser der Menschheitsgeschichte zentraler Faktor, war das Überleben zu sichern. Sprichwort Säbelzahntiger, den man ja weglaufen musste. Und in unserer im Prinzip ganz sicheren Gesellschaft ist sicher Stress so ein bisschen das Salz in der Suppe. Wir möchten Sie einen stressfreien Job haben, wo überhaupt nichts Unvorhergesehenes passiert. Also Stress im Sinne der physiologischen Reaktion, Adrenalinspiegel steigt und Cortisolspiegel steigt etwas später, ist erstmal physiologisch ganz gesund und normal. Und wenn wir das nicht hätten, wäre es ein trauriges Leben. Punkt 1. Punkt 2. Problematisch wird ja Stress dann, es geht ja bei uns nicht um Säbelzahntiger, wenn wir das Gefühl haben, den Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, nicht gewachsen zu sein. Also wir bewerten eine Situation, dann machen wir im Kopf sozusagen einen Abgleich, schaffe ich es nicht. Und solange ich den Abgleich im Sinne davon habe, das schaffe ich und auch wenn es ein bisschen anstrengend wird, dann ist es ja sogar sehr gesund. Der Herr Csikszentmihalyi, der hat das dann als Flow beschrieben. Also wenn ich den Anforderungen, die ich habe, also wenn Sie jetzt ein gutes Interview machen, dann geht die Zeit ganz schnell weg und das Ganze ist super und Sie sind sehr leistungsfähig und das abzuschaffen wäre geradezu ein Straftatbestand. Problem ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin diesen Belastungen nicht gewachsen. Oder auch, ich will denen gar nicht gewachsen sein und das ist alles nur lästig und schlimm und dann steigt sozusagen der akute Stress. Und wenn Sie dann so eine Situation nach der anderen haben, das ist ja das, was heutigen Arbeitsalltag in vielen Berufen ausmacht, dann kommt man ja gar nicht dazu, sich nach einer Stressreaktion zu erholen, die in der Regel ganz kurz auch wieder zurückgeht, sondern dann kommt sozusagen ein Stressor auf den anderen und dann gibt es das, was man chronischen Stress nennt und das hat dann auch gut messbare physiologische Auswirkungen, insbesondere Cortisolspiegel steigt und damit dann mittel- und langfristig auch die Wahrscheinlichkeit, körperliche und auch psychische Erkrankungen zu bekommen. Hoher Blutdruck, Diabetes, aber eben auch Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und das Problem wäre dann dieser chronische Stress bzw. diese rasche Aufeinanderfolge einzelner Stressereignisse, denen ich mich nicht gewachsen fühle, wo ich keinen Sinn sehe, die bewältigen zu wollen, in welcher Konstellation auch immer. Klar, das ist natürlich wieder jeder verschieden, aber so grundsätzliche Tipps? Tipps haben den Vorteil, dass man sie leicht sagen kann, dass alle nicken und dass sie niemandem was bringen. Mhm. Also entspannen Sie sich regelmäßig, bleiben Sie ruhig, denken Sie positiv. Das können Sie in jedem besseren Ratgeber lesen. Die Tatsache, dass unendlich viele Ratgeber verkauft werden, spricht ja schon dafür, dass es eigentlich nicht funktioniert. Und der Hintergrund, das ist mein Lieblingssatz, jeder hat gute Gründe, sich zu überlasten, sonst würde er es nicht tun. Nicht, wenn Sie, wir haben ja ganz viele Lehrkräfte beispielsweise, das Gefühl haben, Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, Sie müssen unbedingt guten Unterricht machen, bereiten sich exzessiv vor und exzessiv nach. Und wenn ich Ihnen dann sage, jetzt machen Sie sich mal weniger Stress, lassen Sie diese sehr exzessive Vor- und Nachbereitung, dann werden die Menschen wahrscheinlich einfach aus der Angst heraus, dann schlechten Unterricht abzuliefern, sich gar nicht entspannt und entstresst fühlen, sondern noch mehr. Also letztlich geht es darum, seine eigenen Muster zu reflektieren. Warum verhalte ich mich so? Will ich das überhaupt? Habe ich das Handwerkszeug, diesen Beruf adäquat zu machen, um in dem Bereich zu bleiben? Und wenn ich das nicht habe, dann letztlich dieses Handwerkszeug nacharbeiten, klären, warum will ich das eigentlich machen und dann sozusagen seine eigenen Muster zu verändern. Und das ist eine ziemlich harte oder auch etwas langwierige Geschichte. Und das Bittere daran ist, es wird am Anfang erstmal schlimmer. Wenn ich dann sage, ich bereite mich weniger gut auf meinen Job vor, ich gehe da einfach mal hin und ich gucke, mit meiner Kompetenz werde ich das schon schaffen, bin ich erstmal viel unsicherer, als wenn ich den ganzen Tag vorher mich vorbereitet hätte. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, was letztlich Bewältigung von chronischem Stress bedeutet. Also der gute Tipp, entspannen Sie sich mal, gehen Sie in die Natur, essen Sie gesund, wird dann nicht viel weiterhelfen. Letztlich geht es um die Frage nicht, was will ich, was kann ich und passt das zusammen. Das sind ja auch die Dinge, die irgendwie jeder weiß und trotzdem fällt es allen schwer, das irgendwie umzusetzen, weil das Grundproblem ja nicht weg ist. Genau. Ja. Also wir haben eine schöne Studie gemacht, beziehungsweise meine Tochter hat die gemacht, mit dem netten Ergebnis, dass Schüler und Schülerinnen sich dann besonders gestresst fühlen, wenn sie nicht wissen, was sie wollen. Beziehungsweise umgekehrt, Leute, die wissen, ich will nachher Journalistin werden oder Medizin studieren oder irgendwas, egal ob sie es dann werden, gehen deutlich entspannter mit schulischen Belastungen um. Also sind generell Ziele im Leben schon wichtig? Also wer keine Ziele hat, ist sozusagen jedem Stress so hilflos ausgeliefert, weil er ja gar nicht weiß, wozu. Mhm.
Das heißt jetzt nicht, dass man sich sklavenmäßig an ein Ziel kettet und dann unflexibel wird, aber sozusagen eine Richtung zu haben, was nach dem Heute kommt, ist ja so eines der heutigen Stressbewältigungsideen, ist Achtsamkeit, sei ganz im Hier und Jetzt und nur das Jetzt zählt. Das ist sicher wichtig, wenn ich ein Ziel habe, aber wenn ich kein Ziel habe, nur im Hier und Jetzt zu sein, das mag ein buddhistischer Heiliger können, aber der normale Mitteleuropäer kann es üblicherweise nicht. Genau, jetzt habe ich hier noch die Frage, die ich ja auch noch nicht kenne, die nur die Redaktion kennt. Mhm. Jetzt stressen Sie mich. Ja, das habe ich schon vermutet. Schreiben Sie Ihren Patienten schon mal Placebos auf? Würde ich gerne machen, ist nur leider, wie Sie wissen, informed consent, wenn wir mit Patienten behandeln und aufklären, nicht erlaubt. Als ich in der Psychiatriezeit so in meinen ersten Jahren war, dann hat man das noch häufig gemacht. Da gab es das berühmte Placebol forte. Also je größer die Kapsel, je bunter die Kapsel, umso besser wirkt sie. Gibt es auch schöne Studien dazu. In der heutigen aufgeklärten Informed Consent Gesellschaft funktioniert das nicht mehr, weil es einfach nicht legal wäre. Aber es gibt natürlich so Grenzbereiche. Also es gibt sozusagen Hopfenpräparate gegen Schlafstörungen und Ähnliches. Und in dem Spektrum bedienen wir uns gelegentlich. Also wo man als Doktor weiß, so richtig wirksam ist es nicht, Patient erwartet was. Aber es gibt schöne Forschung dazu, also das funktioniert. Aber Sie müssen halt als Doktor das charismatisch rüberbringen. Und dann dem Patienten vermitteln, das funktioniert. Es funktioniert übrigens auch bezüglich Nebenwirkungen. Also wenn Sie jemanden über ein Medikament informieren mit denen und den Nebenwirkungen, ihnen aber dann Zuckerpräparate geben, kriegen die auch gehäuft die Nebenwirkungen, wie sie aufklären. Also da ist die Psyche schon ein sehr starker Wirkfaktor. Dankeschön. Das war schon. Wir wollten auch noch die ganze Weltgeschichte durchgehen. Ja, wir können schon noch die ganze Weltgeschichte durchgehen.